Verstanden. Durch die Frequenzen. Die Töne. Prost! Noch eins, bitte. Mein Kollege hier und ich, wie heißt du eigentlich? Ich bin Mark. Martin. Ich bin der Simon. Science Fiction und Man, weißt du? Der Mann aus der Zukunft. Und wie heißt du wirklich? Lass mal raten. Simon? Nee, lass mal. Ja. Das ist nicht so wichtig. Finde ich aber schon. Wir beide philosophieren gerade über Johnny. Johnny Cash. Was gibt's da zu philosophieren, Mann? Da steckt das Wesentliche doch schon im Namen, Alter. Cash, Kohle, Penunzen, Asche. Oder? Hast du recht. Aber da gibt's doch auch noch was anderes. Ja, was? Zum Beispiel der Melittermann. Ich meine, wie der seinen Kaffee trinkt, das macht er doch aus tiefster Zufriedenheit. Ja, weil er alle seine Schäfchen im Trockenen hat, ganz einfach. Nein, das würde ich nicht so behaupten. Bei dem Sport geht es doch im Wesentlichen darum, was die Figur ausdrückt. Ja, er hat aber alle seine Schäfchen im Trockenen. Wenn du dir den Typ anguckst, dann siehst du, dass der eine ganze Schafherde im Trockenen hat, Alter. Ey. Test. Test. Verehrte Kollegen, liebe Mitarbeiter, ja, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Wir sind Marktführer im Wollsektor. Und als nächstes erobern wir den Fleischmarkt. Jo! Wo kommt ihr denn her? Das geht's ja wohl nicht. Ey, ich wäre jetzt auch gerne bei euch, ja. Wer will schon Ärger mit den Frauen haben? 3 Tage Ostsee buchen. Das mache ich auch immer. Meine Balken sind dann auch immer ganz brav. Das ist er. Warte. Du kannst jetzt gehen. Steh auf. Steh wie ein Mann. Gut. Sechster Stock,